Herzlich willkommen in Bremen, Anna Behlen. Das hier ist Kira Walkenhorst. Komm rein, herzlich willkommen, Chenoa Christ. Jetzt kommt sie, die Vize-Europameisterin von 2020, Kim van de Velde. Alter. Ich hab's gesagt, Chenoa Christ ist eine Waffe von der Grundlinie. Erstes Ass. Und das musst du erstmal machen, eine Kira Walkenhorst da so aufsteigen zu lassen. Sprung drauf gehen. Weiter auf Chenoa. Anna ist drunter. Der hat. Ist sehr gut. Wow. Weltklasse-Kontakt, also besser kann man den nicht spielen, out of shoulder. Ja, da ist Chenoa da. Der Henne, da gehe ich mit. Chenoa hat sich extrem gesteigert, aber die Steigerung, die sie jetzt einfach über den Winter in Witten gemacht hat, ist wirklich, finde ich, sehr bemerkenswert. Und wenn man sich nur vorstellt, dass es so weitergeht. Nee, wollen sie beide nehmen. Am Ende ist das kein gutes Zuspiel von Anna Behlen. So, jetzt ein bisschen Ruhe. Ja, da sammelt sich den ein. Und Kira mit einem guten Kontakt. Kim würde den, glaube ich, auch gerne wieder haben. Boah, was ist das für ein Aufschlag? Aber was ist das vor allem für ein Annahmekontakt von Anna Behlen? Was ist. Oh Gott. Kim will es ein bisschen spannend machen. Chenoa nimmt sich den zweiten raus. Was ein Ballwechsel in Bremen. Ich sag dir eins: Der erste Kontakt von Kim war keine Absicht. Weil sie geht nach hinten über Kopf. Das heißt, sie rechnet damit, dass sie den dritten Ball bekommt. Also der Aufschlag ist sensationell. Und der war nicht mit Absicht so dicht gespielt. Aber Chenoa macht das Beste draus. Von vorne bis hinten durchgedacht. Gescriptet. Ja. Die Annahme ist gut von Anna. Pass steht gut, ja. Und Chenoa kriegt sich aber selbst gesichert. Kim blockfrei, zieht den durch. Könnte das wichtige Break gewesen sein in diesem ersten Satz zum 19-17. Und wir haben zumindest mal zwei Satzbälle. Ja, und wir gleich haben der erste. Gleich den ersten Satzball für Kim van der Velde und Chenoa Christ, weil sich Anna das Float-Ass über die Außenschulter frisst. 21-18. Da lässt sich viel Zeit, lange Konzentrationsphase. Float auf Anna Behlen. Der stand in der Zeitung. Pass steht perfekt. Ja. Aber auch da ist Anna irgendwie wieder drunter. Kira hatte den Blockkontakt, deswegen musste der rüber. Wow. Das ist frech. Wow. Und Anna jetzt trifft den jetzt. Springer. Wow. Ich hab's praktisch positiv gejinxt. Es muss über den Aufschlag gehen. Bisschen Druck rausgenommen. Ja. Ja. Kann man sagen, was man will. Sowas gibt einem dann auch im Sideout ein bisschen zu nachdenken. Also keine überzeugende Lösung von Chenoa und das ist mit Sicherheit, weil sie davor einfach zwei Asse kassiert. Wenn wir vielleicht dann nachher nochmal eine Crunch-Time bekommen, mal gucken, ob Anna sich dann so einen auch mal einsammeln kann. Jetzt muss sie erstmal Sideout spielen. Und schafft gut das über Umwege erstmal nicht. To be continued. Boah. Und so, ja. Hart erarbeitet. Kira bekommt den nächsten. Oh, den hat Kim. Chenoa kann ihn aber nicht auf der eigenen Seite halten. Pass ist fast ein bisschen flach. Was soll Kira daraus noch machen? Wahnsinn. Wow, Wahnsinn. Anna Behlen mit viel Anlauf. Ja, ja. Und dann krasser Ballwechsel. Und dann einfach deine Partnerin und dein Partner einfach mal einen zweiten einkacheln. Das tut gut. Energie sparen. Boah, jetzt was ist das denn es für ein Gekloppe, ey. Auf beiden Seiten. Chenoa jetzt über die Position 4. Kriegt den nächsten Hammeraufschlag. Oh, schöner Ankle-Breaker für Anna Behlen eigentlich. Ja, und Chenoa ist da. Sie schreien sich nochmal an. Der Satz ist noch nicht vorbei, Freunde. Ach, die ist ordentlich am Dancen. Pass ist weit weg. Und es gibt die Break- und Satzballmöglichkeit für Anna Behlen. Bringt sie durch. Gut. Wir gehen in Satz Nummer 3 in diesem Finale 21-16. Behlen-Walkenhorst sind noch nicht durch. Obwohl sie ja wirklich extrem gut Sprung aufgeschlagen hat. Sehen Sie die Wirkung mit dem Flatteraufschlag auf Anna Behlen, den hat Kim. Ja. Kim ist einfach eine Maschine, Mann. Das ist krank. Also antizipiert den Ball so gut. Ja, und auch der fällt nicht gegen Anna. Netzkante spielt mit. Gibt Chance Nummer 2 für Chenoa Christ, ne, von wegen. Mhm, aber Kim, Gedanken schnell. Ja, ganz viel Übersicht. Behlen-Walkenhorst hier mit dem kleinen Turnaround.
hat eine gute Länge. Und es geht über Kim van der Velde. Der Pass steht in Ordnung. Sehr gut, und Anna Pass. Steht den dann nicht ab. Wir bleiben doch noch eine Rotation drin. 13-14. Nimmt sich den Ball. Wundert mich ein bisschen, dass sie jetzt nicht irgendwie einmal richtig riskiert. Aber sie wird sich was dabei denken. Ja, sie denkt sich was dabei. Aber die Verzögerung nehmen wir gerne mit. Kurze Variante. Das ist ein unfassbar guter Blockkontakt von Kira Walkenhorst. Der hat die perfekte Länge. Ich fass es nicht. Was passiert hier bitte, Mann? Erklär es mir, was hier passiert. 17 beide. Wer holt sich den nächsten Matchball? Ah nein, der Annahme einigermaßen da. Der ist dicht. Chinua ist da. Nächster Matchball. Christ van de Velde. Wir wechseln die Seiten. Müsste eigentlich der Matchball sein, ne? Ja. Also, jetzt ist haben wir auch den 18. Punkt auf dem Scoreboard. So, Anna muss. Und Anna liefert. Das ist gut. Nächster Matchball. Und Bremen steht jetzt auch schon gefühlt seit 10 Minuten. Aber die bleiben auch noch gerne 10 stehen. Pass ja, außen. Sind davor. Es geht weiter. Und der ist aus. Kira in Richtung Bande. Alter Verwalter. Und sowas bei einem Heimturnier. Das ist einfach nur eine geile Story. Kim van de Velde bei ihrem Comeback nach der Schwangerschaft auf der deutschen Tour holt sich mit ihrer neuen Partnerin Chinua Chris den ersten Titel der Saison und bekommen auch Claps von Kira Walkenhorst. Okay, Prost. Browser auf, wir streamen wieder. Es geht nochmal los. Es geht nochmal los. Oh.